Willkommen auf Schloss Ereshoven in Engelskirchen bei Köln. Peugeot hat hierhin etwas mitgebracht, den neuen 5008. Zur Mitte seiner Lebensspanne gönnen ihm die Franzosen eine Modellpflege. Der 5008 ist ja so eine Art 3008 als XL-Version. 7 Sitze, längerer Radstand und so ein Mix zwischen Van und SUV. Mit sehr feinem Antlitz wohlgemerkt. Und eben bei all diesem Design frage ich mich, ob sich das ernsthaft und konkurrenzfähig mit Praktikabilität kombinieren lässt. Der Haftgrund fürs Auge und das Fundament für viel Raum erstrecken sich über 4,64 Meter. 19 cm länger und daher 2.200 Euro teurer als der 3008. Der Basispreis liegt bei 31.000 Euro. Rund 47.000 Euro kostet der Testwagen mit dem Top-Diesel. So, ich fahre hier noch im Normalmodus. Wir haben ja verschiedene Fahrmodi an Bord. Und das ist schon direkt überraschend fahraktiv. Schön dynamisch kann man hier fahren, denn die Lenkung ist nicht zu labberig, zu weich eingestellt, zu sehr auf City gepolt. Die arbeitet halt auch mit, passt sich der Geschwindigkeit an. Ich komme hier sehr gut ums Eck, kann das Auto sehr präzise führen. Das gelingt auch mit der 19 Zoll großen Radreifenkombination. Wechselt man die Fahrmodi, bleiben die Unterschiede bei Lenkung und Fahrwerk sowie Gasannahme und Getriebe überschaubar. Der Top Diesel hat 177 PS, die schöpft er aus einem 2 Liter Vierzylinder. 400 Newtonmeter liegen an, das ist ganz ordentlich, schon ab 2000 Touren. Und die 177 PS, die stehen uns ab 3750 Umdrehungen pro Minute zur Verfügung. Seine 1,8 Tonnen. Merkt man ihm wenig an. Der Motor hat leichtes Spiel mit dem Fahrzeug. Ich drücke jetzt auch mal kurz drauf. Nach der normalen Gedenksekunde ist er voll da und legt los. Der kleinere Diesel hat 131 PS. Die 3- und 4-Zylinder Benziner leisten wahlweise ebenfalls 131 oder 181 PS. Wenn ich hier so mit 70 km/h über die Landstraße rolle, bestätigt sich meine Erwartung. Das Auto mit seinem langen Radstand ist ein guter Reisegleiter. Wir haben quasi keine Windgeräusche. Das Auto liegt sehr satt auf der Straße, hat ein Fahrwerk, das mir eine schöne Rückmeldung gibt, was auf der Straße passiert. Aber es ist nicht zu direkt, nicht zu straff, nicht zu holperig. Das passt ganz gut. Auch wichtig, dass es noch ein paar Reserven hat, denn es ist ja schließlich ein 7-Sitzer und wenn dann mal die ganzen 600 Kilo Zuladung auch zugeladen sind, muss ja noch ein bisschen Federweg übrig sein. Die Bodenfreiheit liegt bei 23,6 cm. Wer sein Ziel gesetzt hat, kann mit dem Peugeot bis zu 215 km/h schnell auf die Reise gehen. Die 8-Gang-Automatik macht hier einen guten Job. Die sortiert die Gänge passend, schaltet schnell genug zurück. Das ist jetzt kein Sportgetriebe, ist auch kein Sportwagen. Man hat hier auch die Möglichkeit, beim Getriebe selbst ein bisschen mitzuspielen, mittels der Schaltwippen am Lenkrad. Zack, zack, zwei Gänge runter und los geht's. Und einen hoch. Ja, das geht echt sehr geschmeidig. Zack, zack, kommen die Gänge rein. Den Durchschnittsverbrauch gibt Peugeot mit 4,5 Litern gemäß WLTP an. In den Tank passen 56 Liter, ebenso bei den Ottomotoren. Handschalter gibt es nur für die Basisaggregate. Wie in allen neuen Peugeot ist hier das sogenannte i-Cockpit verbaut. Das bedeutet, ich habe ein abgeflachtes Lenkrad, damit ich den einfachen Blick auf die Instrumente habe, die besonders hoch verbaut sind. Dadurch soll ich einen kurzen Blick haben, einen kürzeren Weg des Auges von der Straße auf die Instrumente. Auch der Rest zeigt sich durchdacht und aufgeräumt. Praktische Direktwahltasten verbleiben und liegen auf Griffhöhe. Auf gleicher Ebene wie die Instrumente thront das 25,4 cm große Infotainment-Display. Freut vorne der Massagesitz, fehlt Familien hinten die Schiebetür. Aber er hat einen großen Trumpf zu bieten, nämlich er kann 3 Kindersitze nebeneinander aufnehmen. Und wir können hier die Rückbank verschieben. Ungefähr 20 cm geht es hier hin und her. Und ich setze mich mal rein. So. Oh. Gefühlt sitzt man hier erstmal etwas höher auf straffer Polsterung. Und wegen eben dieser SUV-Form haben wir hier einen etwas größeren Dacheinzug. Und ich mit meinem knapp unter 1,80 bin dem Dach schon erstaunlich nahe. Ansonsten, naja, haben wir natürlich hier viel Platz in der Breite. Hier ist sogar so viel Platz, dass ich mich richtig hinlegen kann. Der Radstand von 2,84 Meter erbringt diese Leistung. Jetzt gucke ich mir mal die dritte Sitzreihe an. Ich habe so ein bisschen Angst. Ich bin gespannt, wie gut das klappt. Es gibt einen Griff hier oben. Den ziehe ich nach vorne. Dann klappt das ein wenig nach vorne.
So, ich ziehe die Füße nach hinten, stelle sie mittig drunter. So, jetzt bin ich eingekerkert, der Sitz ist arretiert. Ja, und ich muss sagen, gar nicht mal so toll, aber auch gar nicht so schlecht. Will heißen, ich mit meiner Größe komme hier soweit ganz gut klar. Ist jetzt nichts für die 2000 Kilometer Reise vielleicht, aber es geht besser, als ich dachte. So, den Kofferraum vom Kofferraum zu öffnen, wäre viel zu einfach. Peugeot hat sich da was Feines ausgedacht, was Bequemes. Und zwar hier ein Knöpfchen, das drücke ich zweimal kurz und dann öffnet sich der Kofferraum. Da kann man sitzen bleiben, hinten kann ausgeladen werden. Das geht auch genauso andersrum. Zweimal drücken, dann geht es wieder zu. Jetzt klappe ich mal hier dieses Origami-Werk nach hinten und an der roten Schlaufe, mühelos, kraftlos, einfach und schnell, kriege ich hier die Sitze wieder flach gezogen. Genauso kann ich die ganz einfach an der schwarzen Schlaufe hier wieder hochziehen. Jetzt klappe ich dieses Origami-Werk wieder nach vorne, dreifach geklappt. Jetzt habe ich hier was Ebenerdiges. Ungefähr 70 cm hoch ist die Ladekante, ein bisschen höher als bei einem klassischen Van vielleicht. Das ist ja hier auch mehr ein SUV. Jetzt haben wir hier einen Kofferraum von gut 1080 Litern. Das ist doch schon mal ein Wort, damit kann man arbeiten. Die Tiefe von hier, der Rückenlehne bis hierhin, ungefähr sind 1,10 Meter. Gut ist, der Kofferraum ist nicht zu tief, hat eine angenehme Breite. Jetzt gehen wir mal nach vorne. Und zwar erweitern wir jetzt hier mal das Gepäckabteil. Mit einem Griff kann ich den Sitz komplett flachlegen. Sehr schön. Hier gibt es übrigens ein Kläppchen. Das kann ich nach hinten klappen und dann hat man hier eine Brücke. Denn hier ist eine Mulde, damit nichts verloren geht. Spielzeug, Kekskrümel und Co. Kann man machen. Hier habe ich eine Schlaufe für den Mittelsitz. Dann ist der nach oben gezogen und der geht eben auch mit einem Griff. Jetzt haben wir gut 2100 Liter Kofferraumvolumen. Auch ein konkurrenzfähiger Wert. Wunderbar. Hier haben wir jetzt noch einen Trick, und zwar mit einem Griff ebenso kann ich den flachlegen, den Beifahrersitz. Jetzt haben wir noch eine richtige Ladelänge bis nach vorne. Lädt man den Siebensitzer voll, bedenke man die 600 Kilogramm Zuladung. Zum Vergleich, ein VW Tiguan Allspace packt nur 15 Kilo mehr weg. Die Anhängelast beträgt 1,75 Tonnen. Einen Anhängeassistenten gibt es nicht. Aber 360-Grad-Kamera und Klapptische. Nicht speziell, aber stets praktisch. Genauso wie die Sonnenrollos. Allrad steht einem Familienwagen gut, ist jedoch nicht verfügbar. Die dritte Sitzreihe lässt keinen Platz für den Plug-in-Antrieb des 3008 mit einem E-Motor an der Hinterachse. Peugeot versucht, den mangelnden Allrad auszugleichen, indem sie etwas an der Traktionskontrolle spielen. Dafür sind extra eingerichtet Fahrmodi. Und zwar kann ich die entsprechend über den Fahrmodi-Schalter bedienen, nämlich unter Eco kommen Sand, Schlamm und Schnee. Peugeot nennt diese extra Fahrmodi fürs Gelände Grip Control. Das Ganze kostet 440 Euro und ist ab der Ausstattung Allure erhältlich. Mit inbegriffen ist eine Bergabfahrhilfe, da gibt es hier hinter dem Wahlhebel noch eine extra Taste für. Ergänzende Helferlein wie Notbremse und Parkassistent oder Nachtsicht und Fernlichtassistent bietet der 5008 genügend. Besonders auf Schnellstraßen soll dieser Assistent helfen. Jetzt der adaptive Abstandstempomat funktioniert. Er hat die Fahrbahn erkannt, übernimmt die Lenkung und die Geschwindigkeit. Ich kann jetzt ihm hier auch selbst noch sagen, wie schnell er fahren soll und oder darf. Lenkrad festhalten, gibt er mir die Meldung akustisch. Oh, jetzt hat er gerade groß runtergebremst, denn der Abstand war zum Vordermann weit eingestellt. Jetzt beschleunigt er wieder selbst auf die voreingestellten 58 km/h. Das kann ich erhöhen. Wir dürfen hier 70, fahr auch 70. Und das macht er. Ja, man muss ein bisschen Vertrauen haben. Er lenkt in der Kurve ein bisschen spät, aber er lenkt dann doch. Ich hatte das Vertrauen jetzt gerade nicht. Aber er kann es. Wie immer bei solchen Systemen gut aufpassen. Es kann jederzeit passieren, dass das System die Fahrbahn nicht mehr erkennt. Und dann heißt es bereit sein. Zum Abschluss noch einmal fürstlich inszeniert, der Peugeot 5008. Muss man denn auch Peugeot fürstlich entlohnen für den 5008? Nein. Bereits ab 31.000 Euro gibt es ein sehr schickes Auto mit 7 Sitzen und sehr viel Platz. Zurück zur Ausgangsfrage. Kombiniert der 5008 konkurrenzfähig und gekonnt Design mit Praktikabilität und Variabilität? Ja, das tut er. Er eignet sich als Familienauto, als Reisegleiter und als Praktiker. Dabei kann man ihn einfach bis sehr fein ausstatten.
Die Antriebe sind noch nicht elektrifiziert und manch ein Konkurrent bietet noch mehr High-End-Technik, zum Beispiel eben bei den Assistenten. Ansonsten gibt es ein vielfach talentiertes, gutes Auto, ein schöner Tupfen im Bereich der siebensitzigen Fahrzeuge. Und jetzt seid ihr dran. Was ist eure Meinung zu dem neuen Peugeot 5008? Schreibt es gerne einfach in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr weitere nicht verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal.